Hi Leute, nicht nur Google war heute Morgen so nett und hat mir eine Meldung auf ein Update geschickt für das Google Nexus 4, sondern auch Sony Mobile Communications haut ein Update raus. Wir sehen hier die alte Bildnummer, wir sehen Android Version 4.0.4 und wir sehen hier oben diese Meldung. Und zwar bekommen wir neue Systemaktualisierung verfügbar. 6.1.E.2.68. Wenn wir dort draufklicken, sehen wir das Update Center. Wir sehen, dass es 50,7 MB groß ist und wenn wir auf diesen Pfeil klicken, sehen wir diesen Hinweis noch, eine Erinnerung, dass wir das Ganze am besten über WLAN herunterladen, um Kosten zu sparen. Genau das machen wir jetzt auch, vor allem auch, weil es viel schneller geht. Die neueste Android-Software von Sony ist jetzt für Xperia-Gerät verfügbar. Aktualisieren Sie Ihre Software, um die neuesten Funktionen zu nutzen und das Optimum aus Ihrem Xperia-Gerät herauszuholen. Sind wir mal gespannt, was wir denn dort so bekommen, was sich so ändern wird. Und dann sind wir mal gespannt. Das ja, Herunterladen dauert jetzt natürlich ein wenig. 50 MB sind zwar jetzt im Vergleich zu einem Komplett-Upgrade nicht viel, was meistens so um die 200 MB beträgt. Allerdings sind 50 MB ein bisschen und das darf gerne mal runterladen. Wir haben jetzt die Hälfte schon hinter uns. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Das Update Center ist übrigens sehr, sehr praktisch, das Sony da einbaut. Und zwar gibt es einen extra Bereich für Updates, in denen wir das System dann ständig testen können, ob es Updates gibt. War jetzt sehr schlecht ausgedrückt, klingt genau wie die Funktion unter Einstellungen, aber ist eigentlich sehr, sehr praktisch. So, wir haben 92%, wir haben 94%. 96, 98 und es ist bereit zur Installation. Drücken wir also auf diese Taste. Software Update. Bereit zum Installieren. Bla bla. Wir können nicht telefonieren. Auch keine Notrufe. Das Gerät wird neu gestartet. Und die vorhandenen Nutzerdaten, also die Daten, die wir bereits auf dem Smartphone gespeichert haben, werden nicht komplett gelöscht, sondern die stehen auch nachher wieder zur Verfügung. Ich mache uns mal die Fingerabdrücke hier weg. Irgendwas muss ich ja machen, während das Update herunterlädt. Beziehungsweise während es installiert wird, damit es nicht ganz so langweilig wird. Wir sehen hier nicht das Android-Männchen, das wir sonst von Software-Updates bei Android kennen, sondern wir sehen hier diese kleine Box, aus der dieser Sony Xperia-Schweif rauskommt, den wir auch schon von den Homescreens kennen, der verschiedenen Xperia-Geräte. Wir sehen, der zweite Schritt ist bereits zur Hälfte durch. Wir sehen hier keine nähere Erläuterung, was genau gerade passiert. Brauchen wir aber nicht. So. Jetzt ist es dunkel. Und hier ist die Box wieder. Übrigens ein relativ schickes Gerät. Ich zeige euch nochmal die Rückseite, auch wenn rot ja gar nicht so mein Fall ist eigentlich. Das ist schon recht schick gemacht. So, der vierte Schritt ist jetzt also auch gleich durch. Dann nehme ich mal an, wird das Gerät neu gestartet. Und dann sehen wir die neue Software-Version. So, es läuft und läuft. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Sony Xperia 1 überhaupt so haltet, was ihr im Vergleich zum Sony Xperia T denkt und was ihr euch von dem neuen Update erhofft. Oder so. Es scheint gerade ein bisschen stehen zu bleiben. Deshalb werde ich das Ganze jetzt einfach mal weiterlaufen lassen und vorspulen, bis wir dann bis sich wieder was Spannendes tut oder bis es was zu sehen gibt. Also, ich quatsch jetzt hier nicht weiter, ich spule vor, bis gleich. Okidoki. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, das Update ist jetzt, also es ist doch noch was passiert. Das Ein startet neu.
Der Xperia-Schriftzug zeigt sich und leuchtet ein wenig vor uns rum. Wir sehen jetzt also den Bootvorgang, dauert ein wenig. Hoffentlich lohnt es sich. So, Android wird aktualisiert. App 23 von 165 wird optimiert. Da hier wird also ordentlich was zu tun. Geht aber relativ flux, wie wir sehen. Wird also wohl auch hier wieder gut was an Bloatware dabei sein. So ein paar Apps, die uns vielleicht absolut gar nicht interessieren. Vielleicht aber auch den Geschmack des einen oder anderen treffen. So, 115 haben wir. Noch 25, noch 10. Ja, ich kann Mathe, es ist nur gerundet. So, gut, jetzt darfst du ruhig mal fertig sein, denn wir wollen alle was sehen. Apps wird geschlossen, Start wird abgeschlossen und so, schauen wir mal. Das Handy schaltet sich, ja, okay, das wissen wir. Gut, gehen wir mal zu den Einstellungen. Die neue Softwareversion wurde erfolgreich installiert. Schön. Wir sehen jetzt also, wir haben diese neue Nummer, wie sie auch angekündigt wurde. Ihr seht, dass ein neues Update gekommen ist. Ihr datet euer Smartphone jetzt vermutlich auch mal ab. Im Laufe des Tages wird sich dann zeigen, was sich denn so geändert hat. Wir sehen, wir haben immer noch Android 4.0.4. Es ist also nicht Jelly Bean. Hätte mich auch gewundert, denn das hätte man gehört. Datet euer Handy ab. Sagt mir, was sich bei euch geändert hat. Danke fürs Einschalten. Servus.